Haben wir so im Internet gegoogelt, Reisen mit Risiko. War so Inselhopping hier, Salmonellen und so. Ging aber in die Hose, haben uns entschieden für Tourette de Mar. Ja. Die hatten gerade Thrombosewoche. Also war ganz günstig. Wir am Flughafen hin zum Gate, Gate gar nicht, ganz hinten. Auch die Kontrollen, haben Sie Waffen mit? Nö, okay. Muss so eine Treppe runter, war so ein Zebrastreifen, wohl links und rechts gucken, ob eine Maschine kommt. Und da hinten stand unsere Boeing AB negativ mit Dachgepäckträger. Hat man noch Glück gehabt, haben wir zwei Fensterplätze gekriegt nebeneinander. War eine sehr schmale Maschine. Wenn der Pilot schon eine Kotztüte in der Hand hat, dann machst du dir Sorgen. So, dann kam er noch in schwere Flatulenzen, weil vor uns hat wohl eine Bohnensuppe gegessen oder was. Ich sag, du alte Sau, steck dir mal einen Korken rein, hör mal. Ich sag, wo kommst du denn her? Er so, I'm a door whistler. Ich so, was? Thüringer. Ja. So walks a rabbit. Erman kam nicht zu. Erman kam nicht. Ah, danke, da kann ich wieder. Ja, ja. Das ist so geil. Ich sehe hier zwei jüngere Menschen, die wirklich mich angucken, mit dem Fragezeichen nur im Kopf, das ist am Leuchten. Ja. Gib mir 10 Jahre, dann findet ihr mich total lustig. Glaub mir. Lass mir die Zeit. Glaub, Erman sagt, ah, jetzt, so. Wie heißt ihr beide? Wie du, links, wie heißt du? Was hast du gemacht mit dem Arm? Ich sag, hast du gebrochen? Ja, wobei, Handball oder einfach nur auf die Fresse gefallen? Beim Sport? Ja? Wie heißt du? Mariella. Mariella? Schön. Und du heißt? Linus? Ja, pass auf, ich hab das vergessen. Jackie, hol mal 2 Mützen. Bitte. Ich muss. Ja. Nein, weil sie weiß, wo ein Auto steht. Bei dir alles klar? Ja, alles gut. Super. Für wen nimmst du auf? Für die Wendy? Ich habe ja, die Wendy hab ich abbestellt. Das Rätsel ist schwer geworden, ne? Ja. Lösungswort war immer noch Pferd, aber... Hallo an meine Groupies. Wo seid ihr? Ich habe keine Groupies. Ach so, es kommen gleich Witze, die er bitte in der Schule, wenn er sie erzählt, sagt er nicht, dass die von mir sind. Safe. Ja? Ich halte mein Versprechen, glaubt mir das. So, ach, ihr da seid ihr. Pass auf. Nein, ist ja für mich tatsächlich so, man guckt immer auch in eine Kneipe, wen man so kennenlernt und so weiter. Man fühlt sich auch wohl in der Kneipe. Ja, da sind Menschen bei, wie eben Moimin Jung. Und wenn ich mit ihm dann irgendwo hinfahre, dann besuchen wir auch die Kneipen. Wir haben erst unsere Hotelzimmer. Allein uns hat ein Bus am Flughafen geholt und zum Taxistand gefahren. Und der uns dann zu unserem 5-Sterne-Hostel, war auf jeder Etage so ein Stern geklebt, dann El Pendejo. Keine Rezeption, meine Schlüsselleiste, stand Kreska in meinem Namen am nächsten, habe ich den Schlüssel genommen. Aufgeschlossen, erstmal die Koffer durch, weil zusammen hätten wir da nicht durchgepasst. Hammer, wir stehen vor dem Bett, schön so eine Wumm- und Wendematratze. Ich sag so, moin, moin. Ist das Bett nicht gemacht oder wollte einer einen Schwan falten? Ausblick 1 Meter, kam direkt eine Wand, konnte das Meer aber riechen, weil unten die Fischabfälle gelagert. Eine Garderobe der Firma Spax, also nur so eine Schraube. Da sagt er zu mir, hör mal, wir haben nur eine Herdplatte. Ich sag, nee, da ist die Mikrowelle, da fehlt die Tür. Ich sag zu Moin, pass auf, wir gehen jetzt in so einen Drei-Wetter-Sparmarkt. Wir waren ja vorher noch im Dirty Free Shop. Haben da hier so eine Flasche Jimmy Daniels geholt. Und dann habe ich gesagt, wir holen uns hier so ein Sixpack San Miguel und setzen uns bei uns im Zimmer am Stehtisch.
Sieht scheiße aus, weil nichts anderes da sieht. Nee, kacke aus, ne? Ermann ist das Sagotan im Bett eingewirkt, haben wir gesagt, jetzt können wir pennen. Alles klar, morgens um 6 Uhr geht die Tür auf. Kommt die Putzfrau rein. Wie die Spanier so sind, so. Buongiorno, kommt rein. Ich eine schöne Morgenlatte, weißt du, ne? Die gab es damals ja noch. Damit sie dich aus dem Bett rollt. Ne? Und sie so, oh, Umbrella. Ne? Ich sag, ja, lass dir mal im Regen stehen. Ne? Ah, ich dachte, ich krieg die Mützen, aber ist kein Thema. Ja. Ich habe irgendwann gesagt, weißt du was, wir gehen frühstücken. War so ein Schild, Frühstück von 7 bis 11. Ich sage, ich bleib doch hier nicht 4 Stunden sitzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich sage, lass uns zum Pool. Ich mir 2 Liegen geholt, weil ich mich gerne mal umdrehe. Da kommt der Bademeister an, diese weiße Hüpfburg. Freien Oberkörper, trotzdem Schwitzflecken. Hat so viel gespuckt beim Sprechen, der hatte immer so einen Regenbogen. Und laberte nur Scheiße. Kam mir jemand an, da vorne ist jemand vom Hai gebissen worden. Ja, das machen die. Ja? Jetzt hatten die da Reste schwimmen. Also Unterwassergymnastik ab 70. Ich bin nicht so weit weg, deswegen darf ich da. Kam die Animateuse und sagte so, so, als erstes gehen wir mal runter und berühren unsere Füße. Und alle runter und wieder hoch. Wieder, jetzt haben die ja nicht mehr gehört. Da haben wir Leben gerettet. Ich sag so, morgen komm, wir gehen was essen. Jedes Restaurant zu. Ich sag, gibt es auf dieser verfickten Insel nicht ein Restaurant, was offen hat? Sagt er, das ist Festland. Ich sag so. Dankeschön. Ja? Komm mal her. Nicht, dass welche dazwischen rennt, weißt du? Ein so, pass auf, da, merkst du was? Die kommen direkt alle mit der Hände. Und ein Robot, so. Ja, such da einen aus. Jeder, du, hier, so. Komm, hier hast du einen. Ist das nicht schön? Das ist ein Robot. Dankeschön. Ja, aus meiner Heimat. Ach, danke. Ja, ich sag das nur. Wurde da Mund geblasen. Unterm Tisch gestickt. Übrigens, wenn ich fertig bin, schmeiß ich die Mütze auch noch mal rein, falls einer eine DNA braucht oder sowas.